Passt nicht ganz, aber das lässt sich alles nacharbeiten. Cool, dass es so ein bisschen aussieht wie eines. Aber ist die jetzt zu klein oder? Naja, also eigentlich schon. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit dem XXL-Terrarium beim Gerhard zu Hause. Also heute wird das Ganze eingerichtet und wir haben es jetzt im letzten Video leer gemacht und so mehr oder weniger sauber gemacht. Alle Schnecken sind hoffentlich weg. Genau, also. Das sollte mal passen. Wichtig ist halt, die Rückwand haben wir mal gereinigt, das Ganze alles Silikon runtergerotzt so gut wie möglich. Ja. Und da werden dann die neuen Platten raufgeklebt mit Neoprenkleber. Ja, das ihr im letzten Video einfach reinschauen. Ja. Und heute geht es um die Einrichtung. Zuerst mal, bevor wir jetzt mit der Einrichtung weitermachen, mehr zu dem Terrarium selbst. Das Ganze ist ja selbst gebaut. Ja, genau. Das gibt es ja so nicht, so eine Stange zu kaufen. Ja. Und ich glaube, das kann man auch nur vor Ort verkleben, weil das ist ja mehr oder weniger ein großes Terrarium, was halt abgeteilt ist. Ja, es sind lauter einzelne Segmente. Ich habe das da zum Beispiel beim Glaser einfach die Glasscheiben bestellt und habe das halt selbst vor Ort zusammengeklebt. Und ich habe immer halt Bodenscheibe und die Rückwände. Und deswegen, man sieht vielleicht auch ja im Hintergrund diese weißen Platten da. Ja. Das habe ich einem halt da rangeklebt als Hilfe, weil meine Rückwand eigentlich alles sehr schief ist und buckelig. Und ich habe das mit denen quasi ausgeglichen, dass das auch Fläche ist, dass ich die Glasscheiben einfach nur hinten ranstellen kann, damit die gerade stehen und alles gerade und im Winkel ist. Aber es sind schon drei Rückscheiben, oder? Also nicht genau, es sind alles drei einzelne Rückscheiben. Hoppla. drei Frontscheiben. Zum Schieben. Ja, also auch, dass die über die ganze Länge gehen, also immer eine Scheibe pro Terrarium. Es sind auf der hinteren Schiene sind die zwei äußeren und in der vorderen Schiene ist die mittlere. Das hat den Nachteil, dass man immer nur ein Terrarium offen haben kann. Genau. Ist jetzt im Normalfall nicht so problematisch, weil sonst muss man ja aufpassen, dass die Tiere nicht rauskommen, aber jetzt beim Reinigen war es manchmal ein bisschen nervig, weil... Ja, weil immer nur einer arbeiten hat können. Natürlich, man hätte es komplett rausgeben können. Ja, aber dann hat man irgendwo die Scheiben stehen und wir haben ja eh nicht so viel Platz. Ja, war es ein bisschen besser. Aber noch zu den Maßen von dem ganzen Terrarium. Also das Ganze ist insgesamt 2,85 m mal 1,30 m mal 62,5 m. Ja, weil das Ganze ist ja eine Küchenzeile eigentlich, der Unterbau, oder? Genau, der Unterbau ist eine Küchenzeile, das sind Arbeitsplatten, das haben wir vom Obi Reste geholt, weil es egal war, wie es ausschaut. Ich habe einfach die kaputten Stellen ein bisschen ausgekittet, habe alles gestrichen, lackiert, fertig. Die Unterschränke sind IKEA-Unterschränke. Ja, also Küchen-IKEA-Unterschränke. Küchen-Unterschränke. Ja, und du hast die noch an der Wand festgemacht, um nochmal genau, mehr Qualität. Genau, also das meiste tragen die Winkel, die Konsolen, die an der Mauer angetübelt sind, weil die IKEA-Kästen halten halt nicht so viel aus. Ja. Und die sind eigentlich mehr für die Optik und damit für den Stauraum und so. Und das Gewicht tragen eigentlich die Konsolen, die habe ich selbst gemacht. Jedes Abteil wird gefiltert mit einem JBL 1502 Außenfilter. Ja, es hat Bohrungen. Mit Bohrungen, also Inflow-Outflow. Ja. Da kommen wir nachher noch zur Bewässerung, weil das wird verbessert auch gleichzeitig das Terrarium. Und wie groß sind die Einzelnen dann? Die Einzelnen, also ein Segment hat innen so ca. 94 cm. Ja. Sonst Beregnungsanlage, weil es ja Regenwaldterrarien sind für die Frösche. Beregnungsanlage von MRS. Also was die meisten Froschleute auch verwenden, die habe ich da unten. Ja. V-Lampen, es sind eben die 70 Watt, dann das Metalldampflampen, die Lucky Reptile oder was da. Ja, sonst noch zur anderen Beleuchtung. Die andere Beleuchtung, also das sind die zweimal Vivids von Shihiros. Und einmal die WRGB 2 Pro. Einmal die WRGB Pro. Und da bist du ja noch nicht so 100% zufrieden mit der Beleuchtung insgesamt. Also ich hatte da auch die Vivid, aber es ist generell ist immer Spur zu schwach. Also man merkt das an den ganzen Bromelien, dass die einfach viel zu lang wachsen. Ja, also die Blätter, die werden lang und dünn, anstatt schön kompakt, auch die, was eher in der Mitte gewachsen sind. Und das zeigt mir halt, dass die Lampen eigentlich zu schwach sind, aber das hat eh schon, also die haben ja 130 Watt und die hat ja glaube ich nur 90 Watt im Betrieb. Ja. Deswegen habe ich auch die jetzt zum Testen, weil die zwar weniger Watt, aber mehr Lumen hat. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil die halt
RGB plus weiße LEDs hat. Ja, ist ja natürlich auch ein Punkt, die Stromverbrauch, also ist ja, ja auch eine große Sache. Ist ja nicht das Einzige, was hier steht, sondern auch die ganzen Aquarien. Ja, es sind halt einige Aquarien noch, es geht ja im anderen Zimmer weiter. Und was halt auch noch ein großer Stromfresser ist, ist einfach das Klimagerät. Ja. Was jetzt gerade aus ist, aber nachher wird die wieder eingeschaltet. Also kann es mal sein, dass ein bisschen was im Hintergrund zu hören ist. Aber jetzt ist sie kurz aus, aber es wird schon immer wärmer wieder. Also. Naja, also wir haben ja schon wieder 28 Grad, obwohl das eh läuft. Und ja, es wäre halt ohne dem nicht zum Aushalten. Dann zusätzlich sind noch die Lüfter. Ja, stimmt, vorne ist ein Schlitz, vorne und hinten. Genau, vorne und hinten, also vorne sind es 10 cm, hinten sind es glaube ich 12. Ja, und da ist ein kleiner USB-Lüfter. Da ist überall ein Lüfter halt. Also, auf der Seite sind zwei, weil sich das immer mehr beschlagen hat. Und sonst sind immer nur ein Lüfter. Und der saugt Luft raus oder rein? Der bläst die Luft rein. Okay. Sonst gibt es eh nichts. Ja. Beheizen muss ich natürlich nicht, weil es ist eh warm genug. Ja. Bei mir ist es immer so warm in der Wohnung, ich habe nie unter 20 Grad. Also auch nicht im Winter und ich heiz auch nicht im Winter. Also ich habe Lampen, die heizen. Ich hab eine elektrische Heizung quasi. Und wenn es wirklich um ein paar Wochen Minusgrade hat, dann habe ich den Holzofen mit dem, was ich ein bisschen einheize. Aber ja, voll. Ja, okay, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Du hast ja schon einen Teil vorbereitet. Fangen wir mal mit den einen an. Das war mal so zum Herzeigen einmal. Das ist die Bewässerung. Genau, das wird die Bewässerung. Das ist halt die PVC-Verrohrung, die muss ich noch verkleben. Aber das haben wir jetzt einmal nur zum Herzeigen einmal. Das wird dann so installiert. Das geht dann ja einmal im Kreis. Genau, das. Hier ist der Filterauslass in der Ecke. Ja. Und das Ganze wird dann einfach nur mit einem Silikonschlauch verbunden. Dann Silikonschlauch ist ein paar Löcher rein. Ja, genau. Und dann hier kommt auch noch ein Schlauch mit einem Absperrhahn, damit man das justieren kann, damit oben nicht zu viel Sog ist oder zu viel Druck. Dass genau, man das so wie ich es eben auch bei den alten Terrarien schon gehabt habe. Das ist einer von den alten Terrarien, sieht man glaube ich am anderen Video. Ja. Und das ist halt alles irgendwie zu dünn und mit den ganzen Ecken, da kommst du mit keiner Schlauchbürste und nichts rein. Ja. Ja, zuerst war es ja mit einem Schlauch, wo kleine Löcher drinnen waren. Genau. Und es war ja so auch verkleidet, dass man es nicht gesehen hat. Ja. Und also da war ja das Problem, dass es zum Teil verstopft war. Ja, ich habe das mit denen einfach nur abgedeckt gehabt und da sind dahinter auch die Pflanzen gewachsen, was ich halt nicht so. Ja, das hat man eben jetzt wieder gesehen, da waren halt ein paar Wurzeln im Schlauch und der Schlauch war generell schon ziemlich fest. Ja. Und das ist hoffentlich jetzt mit dem PVC-Rohr ein bisschen besser. Das wird man zwar ein bisschen oben sehen, hast du ja schon gesagt. Dann, ja, also ich werde es deswegen eben nicht verkleiden, damit ich es immer im Blick habe, damit es nicht von den Pflanzen so stark überwuchert wird. Ja, wenn das ganz oben leicht zu sehen ist, ist denke aber ich glaube, das wird nicht so tragisch sein. Das sind dann nicht so viele Pflanzen am Ende im Terrarium, das wird dann schon passen. Ja. Aber dann kommen wir noch zum Inneren, weil da ist ja schon was drinnen, was vielleicht dann auch interessant ist. Ja, das habe ich einfach nur lassen, das war vom alten Aquarium oder Terrarium. Weil das ist nur fix verklebt alles. Der Aufbau, das sind nur eben auch diese Styrodurplatten, das ist, so wie man es bei den anderen sieht, ausgeschäumt. Mit Stücken, Reststücken von Styrodur. Die ganzen Reste habe ich da gleich reingeben, genau. Ja, damit das Ganze auch nicht zu schwer wird und damit man gleich einen guten Aufbau hat. Und dann unten kommt der Wasser rein. Der Wasserstand wird wieder, also es variiert dann immer so in der Höhe in etwa. Und das wird dann auch verkleidet mit Wurzeln, das zeigen wir nachher noch. Genau, das wird eben so wie es vorher wieder, so wie es vorher war, so wieder verkleidet mit den ganzen Wurzeln. Hier kleiner Sneak Peek zu den anderen Terrarien und hier sind noch mehr. Die gibt es in ein paar Wochen, Monaten, wenn das Terrarium draußen schon ein bisschen eingewachsen ist. Dann gibt es ein Update, wo ich euch wieder so eine Tour hier zeige. Gab es schon mal eine vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren eigentlich. Ja. Also, könnt ihr auch gerne reinschauen, ist am Ende vom Video verlinkt. Also da hast du schon die Platten vorbereitet. Genau. Zum einen mit Shashim-Platten verklebt. Ja, die Shashim, und die hatte ich noch. Da ist drunter auch Schaum oder so? Da ist der Oase Landscaping Foam oder wie sie da nennt. Ja, der, so ein der Oase. Der Schaum, ein schwarzer. Kann ich da kurz zeigen? Ja, der schwarze. Foam Fix, so heißt er von Oase, den habe ich da verwendet. Gibt es ja jetzt auch bei Liquid Nature, falls man den sucht. Ja. Ist halt cool, weil er halt safe für die Tiere auf jeden Fall ist und halt schwarz, falls man irgendwo durchsieht. Genau, gibt nichts ab, wenn er trocken ist. Schwarz, was praktisch ist, wenn er mal irgendwas durchschimmert. Dann hast du es bestrichen mit so einem Zwei-Komponenten-Pure-Kleber. Genau, den habe ich von Dendro Shop habe ich den bestellt. Das ist zwei Komponenten, Polyurethankleber. Ja. Gibt es sicher woanders auch zum Kaufen, aber in Österreich habe ich nirgendwo noch gefunden, beim Baumarkt oder so. Und
Ob ich jetzt dann beim Dendroshop oder irgendwo anders bestelle, ist ja, ich habe auch schon vom Benchtangel, das Elastopur ist ja auch dasselbe. Genau, es ist selber. Also im Prinzip ist es, ich glaube, ein Parkettkleber. Ja, es ist halt dann auch so weicher, also es ist halt dann... Ja. Es wird halt nicht gleich rissig, sondern es ist halt flexibler. Genau, es ist und man kann halt das ganze flexibel. Beschichten. Du hast jetzt hier Korkstreu und so... Kork und Torf gemischt mit den ganzen, mit Farnsporen, also von meinen ganzen... Fahnen, die was ich immer habe, die sammle ich die ganzen Sporenblätter und das reibe ich dann dazu. Nach neue Fahne dann kommen. Ja, und man sieht es eh in den anderen Terrarium auch. Das habe ich erst vor ein paar Monaten neu gemacht. Da kommen jetzt gerade überall die ganzen Fahne und das wird dann da auch wieder passieren. Ja, das schon mal freigeschnitten für das Rohr. Genau, dahinter ist dann die Verrohrung versteckt. Da geht es bis zur Hälfte. Und da wird es dann so sein, dass halt dann die Löcher da irgendwo sind. Ich werde wahrscheinlich nur drei Löcher machen, weil das reicht. Ja. Und das Wasser läuft dann da runter. Ja, vor allem müssen wir es von der Höhe müssen wir noch ein bisschen kürzen. Ja, also es muss jetzt noch genau das eingepasst werden, weil ich habe das halt im Vorfeld einmal so auf ungefähr gemacht. Da war das noch verbaut alles. Da habe ich nicht gewusst, wie hoch das da insgesamt ist. Das werden wir aber jetzt machen. So, wir haben uns gerade den Abstand gemessen und schneiden wir mal die Platte zu. Das ist sich genau ausgegangen. Jetzt mal schauen, ob wir richtig gemessen haben. Okay. Bewegungsanlage sind. Eingangsdüsen. Dafür wird alles schmutzig, aber das gehört dazu. Und reinsteigen sollte man auch nicht, weil die sind ziemlich spitz, die Dinger da. Ja, zweites Teil, mal schauen, ob es gleich passt. Passt nicht ganz, aber das lässt sich alles nacharbeiten. Gut. Ein bisschen Gewalt passt. Ja. Muss ja gleich nochmal raus, weil jetzt ist ja nochmal zum Anpassen. Ja. Und da muss ja alles noch verklebt werden, weil so ist es ja noch leicht locker. Ja. Das wäre nicht so ideal. Verkleben und die Löcher, die bohre ich dann wahrscheinlich erst nachher. Das Rohr sieht man jetzt doch gar nicht so sehr, also nur ganz leicht. Ja, also es ist ziemlich gut verdeckt. Ja. Die ganzen Löcher, die werden sowieso noch zugemacht und da oben kommt dann auch noch Silikonnaht. Ja, also wichtig, dass jetzt die Frösche so nicht nach hinten können und sich irgendwo verstecken oder irgendwo festklemmen. Frösche, die machen das nämlich sehr gern, dass sie irgendwo in so Spalten reinklettern und dann immer rauskommen. Ja, also da müssen alle Spalten zugemacht werden. Ja. Aber ja, das passt mal. Ja, und das ist einmal quasi fürs Erste fertig und jetzt werden wir das Nächste zuschneiden. Ja, da brauche ich nur dann nachher mit dem Stanley-Messer einmal, weil da pickt ein bisschen was vom Kleber und so. So genau was im Vorfeld dann auch nicht machen können, aber es ist... Ja, es ist besser jetzt noch ein bisschen zu groß, dass man noch was wegschneiden kann, als zu klein, dass man zu viel Spalten hat, was man danach noch zu machen muss und verkleiden muss. So, zweites Teil beim zweiten Terrarium. Mal schauen, ob das jetzt passt. Wahrscheinlich nicht beim ersten Mal. Ah, als erst hätten wir das reingemüssen. Eigentlich wollte ich alle gleich machen, aber irgendwie habe ich es dann beim Hinlegen, irgendwie beim Beschichten oder was verdreht. Oder beim Zuschnitt und deswegen ist halt bei der einen ist die schmale Seite außen und da ist halt da. Aber und drüben ist ein ganzes. So, da schauen wir es noch weg. Aber da lässt sich auch richtig gut mit dem Messer einfach bearbeiten. Ja, da geht easy schneiden. Ja. Passt mal und jetzt schauen wir, ob das zweite noch dazu passt. So, das wäre nicht schlecht. Ah, das passt.
Oben klemmt es noch. Ja. So. Und sitzt. Fertig. Wollen wir gar nicht mehr vergeben. Okay, die letzte Platte, die ist jetzt in einem, weil die schon zusammenklebt. Mal schauen, ob die gleich reinpasst. Okay. Ja, besser als wie bei den anderen. Das am besten. Da ist ein bisschen mehr Spiel, aber das ja, die hat mehr Luft. Aber die passt gleich perfekt. Hättest gleich alle in ein Stück machen sollen. Ja, und dann wäre es auf jeden Fall schneller gegangen. Aber man sieht, wie gesagt, da ist fast eine gute Fingerbreite, ist halt der Luft. Weil bei die habe ich eben die Platten zugeschnitten aus ganzen Platten und da habe ich dann nur mehr den Rest verwendet, weil ich um eine Platte zu wenig gehabt habe. Und dadurch bin ich nicht ganz aufs Maß gekommen, aber. Ja, aber falsch. Man darf nicht vergessen, da kommt ja noch die Seitenwand dazu. Das heißt, das Ganze kommt sowieso rüber. Das geht eher schwierig. Dass es da halt komplett ansteht. Ja. Das, und dann ist die Ecke ja egal, dann ist die verdeckt. Eben, und das sieht man sowieso nicht. Perfekt. Das werden wir noch genau einpassen da, weil das steht noch irgendwo an. Jetzt auf die Seitenwand. Aber die geht jetzt bis ganz nach unten, oder? Die müsste bis unten gehen. Ja. Schauen wir mal. Hoffentlich. Die Frage, was ich überhaupt reinbringe aus der Ganze so. Ja, das wird. Weil auf das habe ich gar nicht geschaut. Aber es geht so aus. Oh, okay. Von der Tiefe passt sich halt. Ja, es ist, wenn man es halt alles so im Vorfeld baut, auf ungefähr passiert sowas halt. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja alles noch. Nein. Das ist ja der Vorteil an der Struktur, dass es easy zum Schneiden geht. Und vor allem habe ich da nämlich auch mit der Beschichtung nicht gespart, deswegen geht es so schwer zum Schneiden. Weil ich habe nur für die eine Platte habe ich zwei so Kübeln genommen. Richtig. Und was ist da drin? 900 Gramm, glaube ich, pro Kübel, ne? 2 Quadratmeter pro Kübel, kann ich sagen. Also 2 Quadratmeter. Ich habe ein Segment, da war immer ein Kübel. Okay. 1, 2, 3 und da habe ich 2 verwendet. Also es wäre mit weniger, also 1,5 wäre es ja ausgegangen. Aber aufheben kannst du das eh nicht, deswegen habe ich die 2 Kübel aufgeklappt. Und deswegen ist er auf der strukturierten Seite, also da wo mehr so Vertiefungen sind, da habe ich halt viele kleine Löcher und sowas eigentlich ausgefüllt mit dem Kleber. Ja, passt! Also da habe ich noch mehr Abschnitt. Ja. Aber das. Bevor es irgendwer 10 cm breiter ist und 1,25 m langes Terrarium hat und der Rückwand braucht. Ja, dann gerne melden. Da sieht man die Schichtdicke von dem Ganzen. Und das ist das, ne? Ja, das ist der 2-Komponenten-Kleber zur Beschichtung. Normalerweise tust du ja dann, also das ist ja auch mit diesem BU-Schaum gemacht. Ja. Und normalerweise tust du ja das immer schauen, dass du relativ glatte Flächen hast. Weil sonst brauchst du eben so viel Kleber, weil eben. Ja, sieht man sie auch. Ja. Wenn da so viel Kleber sonst in die ganzen Löcher reinrinnt. Aber wenn ich das alles glatt geschnitten hätte, dann wäre am ersten noch mehr von dem Ganzen weg gewesen, weil es war ja fast doppelt so breit. Ne? Mhm. Aber ja. Ja, beim Schaum muss man ja immer die obere Schicht zumindest wegschneiden, damit es nicht haftet, weil sonst so glatt ist. Ich werde vielleicht eher noch ein paar Fotos posten, wie ich das gebaut habe, weil das habe ich ein bisschen mitfotografiert. Da habe ich eher ein Foto gemacht, wie ich es quasi geschäumt habe, wie das aussieht, also mit den Rillen und so. Im Prinzip sieht es auch ein bisschen aus wie eine Korkrinde, wenn man schon so lassen würde. Aber zum Beschichten ist es halt nicht so praktisch, dann sollte man halt schauen, dass es halt relativ glatte Flächen hat. Ja, man könnte ja komplett so wie die Platte machen, ohne jetzt irgendwie Schaschinplatten oder so. Genau. Ist ja noch ein bisschen Dorf, aber das kann man ja machen. Man kann ja auch Korkstücke auch noch benutzen, das habe ich ja gemacht bei meinem Valutarium. Ja. Da waren ja auch so Korkstücke, da haben wir noch mit Silikon beschmiert und dann beschichtet. Ja. Aber mit dem Kleber ist schon auf jeden Fall besser und einfacher mit den 2-Komponenten-Kleber. Weil man das halt nur mischen muss und mit ein bisschen schon aufpinseln kann. Ja. Und schon schneller als die Silikon-Duben. Es stinkt ja nicht so wie Silikon. Früher habe ich da nur Silikon verwendet, das ist auch gegangen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlecht. Und vor allem ist Aquarium-Silikon schon so teuer,
Ja, da ist ich das. Ich weiß jetzt gar nicht, was da so ein Kübel gekostet hat, aber auf jeden Fall jetzt ist Aquariumsilikon kostet sicher schon mehr als das Doppelte, als was es einmal früher gekostet hat. Mhm. Also das, was ich jetzt habe, das habe ich bestellt bei Amazon. Die Marke habe ich eigentlich gar nicht gekannt, aber ich habe es halt einfach mal zum Testen gekauft und es ist echt auch gut zum Verarbeiten gewesen und so. Und vor allem hat das nicht so extrem schnell eine Haut gezogen, weil das andere, was ich vorher immer gehabt habe, das von Den Braven, glaube ich, heißt das, das hat urschnell eine Haut immer gezogen, was halt eigentlich eh nicht so schlecht ist, wenn es schnell trocknet. Aber für den Fall zum Beschichten halt nicht. Beschichten halt nicht, weil du beschichtest ja immer nicht nur 10 cm, sondern du machst immer eine ganze Fläche, dann bestreust du es. Und da war das Problem, dass du das Silikon auftragen und dann hat nichts mehr richtig kalt. Bei der Fläche, also was du am Ende warst, warst du schon wieder trocken und ja, das hat dann halt nicht gehalten. Und bei dem, das trocknet nicht ganz so schnell, diese Beschichtungsmasse. Ja. Also da hat man schon auf jeden Fall locker Zeit, das alles schön aufzutragen und dann zu beschichten und ist vom Handling auf jeden Fall praktischer. Die Verrohrung ist schon fertig verklebt, hat auch ohne Probleme funktioniert, zumindest fast. Fast ohne Probleme. Aber nicht so schlimm. Jetzt geht es ans Verkleben von der Rückwand. Da haben wir zwei unterschiedliche Kleber, einmal den Inutec. Genau, den Aggressiv. Der funktioniert besser. Also ja, der der hält wirklich auf allen Untergründen und der hält auf der auf dem Styrotur gut. Und das ist eigentlich so ein ähnlicher Kleber von Aquaforte. Im Vorfeld da probiert, getestet, der hat nicht ganz so gut gehalten, aber eigentlich auch gut. Steht zwar drauf, ist für alle Untergründe, bis auf Plexiglas, aber ja. Ja, und damit kleben wir jetzt mal alle rein. Genau. Ich mache jetzt einfach mal nur ein paar Punkte, und weil ich nicht genau weiß, wie viel ich brauche, und ich werde aber beide verwenden, werde jetzt einmal ein paar Punkte machen, überall, und werde das halt irgendwie so versuchen zum Aufteilen ein bisschen. Ich mache immer so größere Punkte drauf, weil wenn die Rückwand nicht ganz eben ist oder was, damit trotzdem ein Kontakt zum Kleber halt einfach entsteht. Also wie wenn jetzt einfach nur Linien macht, dann. Ja, wenn jetzt nur so eine dünne Linie macht, dann kann es sein, dass da kein Kontakt ist, weil die Platten alle ein bisschen geworfen und verdreht sind und so. Oder wenn da irgendwo so eine kleine Delle drinnen ist, deswegen mache ich da immer ein bisschen dickere Punkte. Und das funktioniert dann recht gut. Ja, die alten Platten haben ja ganz gut gehalten. Ja. Also es hat schon funktioniert. So, und der trocknet ja nicht so schnell. Ja, dann gleich überall, damit man weiß, wie viel man noch hat, damit man noch mehr benutzen kann. Ja. Und jetzt kommt noch ein bisschen was für den Inutec dazu, also nochmal genauso viel wahrscheinlich. Ja. Circa. Und dann sollte das auch alles halten. Dann halt das sicher. Na, jetzt kommen die Platten rein. Mal schauen, ob sie jetzt noch passen. Also hoffentlich. Ja, jetzt noch die zweite rein und da das alles ziemlich eng aneinander ist, hält das auch schon fast alleine. Ist auch ganz praktisch, dass man es nicht so extrem irgendwie stützen muss. Ja. Noch gut festdrücken und dann hält das. So, da muss ich ein bisschen vorlassen, ja, dann wieder so einschachteln. Genau. Ja, die passt auch perfekt dran. Bewegt sich nicht mehr. Ja, da ist nicht mehr viel Spiel da drin. Ja, die will auch sicher ohne Kleber halten, aber wenn man dann irgendwie mal was bewegt oder so, und dann ist es sich auch schlecht. Deshalb lieber der Kleber. Es kann ja sein, dass ich dann irgendwie vom Hardscape dann da noch was anschrauben möchte und dann ist mir das lieber, wenn das hält und ja. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ja, also beim Kleber muss man nicht sparen, da spart man an der falschen Stelle dann. Ja, dass jetzt zum Glück einen Griff einbaut. Ja, extra für die Montage hier vorbereitet. So, ganz rüber. Dann geht es noch rauf wahrscheinlich ein Stück. So, jetzt noch die letzte Platte reinkleben und dann ist erstmal die Rückwand erstmal grob fertig. Ein paar kleine Details und so müssen noch ausgebessert werden, so wie
da sind ein Schlitzer oder so. Aber da kommt einfach ein bisschen Silikon drauf, dann wieder so Beschichtungsmaterial. Ein bisschen Granulat wieder drauf oder Erde. Und dann schaut es eigentlich aus wie selbst eine Wand wäre. Ja. Also da kann man echt noch viel machen. So, jetzt kommen die ersten kleinen Wurzeln. Wieder ein paar Driftwood-Stücke. Ich weiß nicht, die eine Wurzel könnte man wieder erkennen. Aus dem Video von Liquid Nature, wo wir bei Aqua Deco waren. Genau. Und der Philipp und ich waren eigentlich nicht so große Fans von der Wurzel, aber der Stefan wollte es mitnehmen. Mhm. Und du hast dich gleich gemeldet, dass du es dann haben willst. Ich habe gleich, wie die Lieferung gekommen ist, habe ich Stefan gesagt, du, die eine Wurzel, die gehört mir. Und er hat gesagt, ich habe genau an die gedacht, wie ich die genommen habe. Ich weiß aber, dass der Frischhoff Michi auch geschrieben hat, dass er die haben will. Ja. Aber du warst zuerst. Ja, shit aber happens. Ein bisschen zu spät. Sorry, Michi. Ja. Aber jetzt ist auch schon 20.30 Uhr, also schon relativ spät. Ja. Wir müssen jetzt mal nochmal bewusst ein bisschen reinlegen also, und dann. Nur damit man mal ein bisschen Vorstellung hat. Also, ich habe auch noch gar keinen Plan, so richtig wie ich es mache. Irgendwie hätte ich es gerne so ein bisschen angedeutet, dass so ein Baum in der Art ist, der was halt so liegend ist. Ob das sich überhaupt so umsetzen lässt mit dem Ganzen, was ich habe. Das ist dann ein anderes Thema. Ja, als nächstes, also jetzt fahre ich dann gleich nach Hause, deswegen zeig mir mal die Wurzeln ein bisschen her. Zeig es nur mal kurz. Du musst die Verrohrung fertig machen. Ja. Und wahrscheinlich machst du dann auch schon die Spalten und so zu und die Schlitze und. Ja, wahrscheinlich, weil. Ja, das, weil sonst kommt man nachher nicht mehr so gut hin, wenn das Hardscape schon drin ist. Wenn, also, wenn das Hardscape wirklich dann. Wird wahrscheinlich eh nicht in einem Tag fertig sein. Es ist wie beim Aquarium, also ich lasse mir da lieber ein bisschen Zeit. Ich schaue da immer und schaue mir das dann ein paar Tage an, passt das oder ende ich noch was. Aber trotzdem ist für mich im Vorfeld besser, wenn schon die Rückwand alles fertig ist. Dann muss ich mich um das nicht mehr kümmern, dann kann ich mich rein um das, also auf das konzentrieren. Ja, und Steine werden wieder die Lava Pebbles oder was? Genau, ich nehme dann wieder die Lava Pebbles, das wird ja auch noch dauern, weil man sieht, die stehen da überall herum. Die müssen alle gewaschen werden. Gewaschen, abgekocht, weil. Ich hätte eigentlich das gleich trennen können, das was unter Wasser ist, ist eigentlich eh gleich zum Verwenden gewesen, aber egal. Weil ich es sowieso reinigen muss fürs Verkleben wieder und so, kommen sie in den Kochtopf. Ich habe so einen alten Email-Kochtopf, so einen großen, und da kommt das immer rein. Da habe ich schon immer meine Wurzeln und alles ausgekocht. Dass dann alles safe ist. Genau, weil diesmal dürfen keine Schnecken mehr drin sein. Ja. Die Riesenwurzeln. Naja, die muss man dann. Wahrscheinlich eh noch irgendwie schneiden. Ja, so würde es auch passen, also ist es schräg haben dann. So ist halt. Sieht auch cool aus, aber dann wird es schwierig, dass halt ein Baum wird. Also ist für unten noch was. Dass das ein Ast ist, was weggeht, aber ja, da wirst du die nächsten Tage noch ein bisschen herumprobieren. Da wird noch viel probiert werden. Dann noch mehr große Wurzeln. Du hast ja auch von Liquid Nature, du hast ja schon vor Monaten, glaube ich, angefangen, die Wurzeln so um ein halbes, dreiviertel Jahr. Sicher. Zumindest die große. Immer wieder, wenn ich große Wurzeln gesehen habe, habe ich sie immer wieder gleich mitgenommen. Hat den einen Vorteil, dass man nicht auf einmal eine Riesensumme hat. Ja. Natürlich man, hat man das alles irgendwann bezahlt, aber es ist einfacher, wenn man jedes Monat halt dann. Gut, das darf ich jetzt glaube ich gar nicht sagen. Aber wenn man nur jedes Monat um 100 Euro Wurzeln mitnimmt, dass wir dann. Einmal um. Einmal um. 1000 oder wie immer. Ich glaube, also 1000 Euro waren es glaube ich nicht, was ich gezahlt habe, aber es waren schon ein paar hunderte Euro. Also insgesamt mit Einwurzeln sicher. Ja. Aber also, mit denen für das Projekt nicht. Das Dragon Skin Wood hat damals, also es war eh ein Freundschaftspreis von Stefan schon, und das waren 700 Euro. Ja, das ist ja noch ein bisschen teurer. Ja, noch mehr, also so in die Richtung. Also ich werde dann in ein paar Tagen wieder vorbeikommen und dann das zeigen, wie es sich so entwickelt hat und wie weit du gekommen bist. Gibt es dann wieder ein Update? Ja. Also in dem Video, also gleich dann seht ihr, was der Gerhard da weitergebaut hat und dann erklären wir euch noch den Rest, was dann passiert ist. Ja. Je nachdem, wie weit du kommst, weil es macht jetzt keinen Sinn, das alles schnell zu machen, nur damit es fertig wird. Nur fürs Video. Und das soll jetzt echt lang halten wieder. Ja. Das halt. Deswegen habe ich auch eben das Driftwood genommen. Ja. Also das ist ja alles relativ hartes Holz auch. Ja. Und also ich weiß das auch von den anderen Terrarien, was ich habe, dass die dann schon Jahre halten. Ja. Ja, ich will mir halt auch dafür Zeit lassen und das jetzt auch nicht extra fürs Video schnell machen. Ja, genau. Bachi geht es ja nicht so gut wie mir, ich bin ja momentan in Urlaub, deswegen habe ich Zeit, aber der Bachi muss ja arbeiten. Auch arbeiten, ja. Und der hat ja extra für heute freigenommen fürs Filmen und ja, deswegen werden wir dann am Wochenende weitermachen. Ja. Oder
Ich mache morgen weiter, aber der Bach wird dann am Wochenende. Zwei Wochen sind vergangen und mittlerweile ist das Ganze um einiges voller geworden. Du hast jetzt einmal alles abgekocht und alles sauber gemacht. Genau, also ich habe ungefähr zwei Tage lang sämtliche Steine und Wurzeln, die halt da so unter Wasser noch sind, alles abgekocht. Ja, den ganzen Sand, alles abgekocht, damit halt wirklich nichts drinnen ist. Unter Wasser habe ich Tundeckelschnecken gehabt, die wollte ich halt dann auch nicht mehr haben. Im Terrarium sind sie jetzt nicht so schlimm, aber im Aquascape will ich es halt nicht drinnen haben und man verschleppt es halt. Ja, weil man irgendwelche Pflanzen rübernimmt und so muss man nicht aufpassen. Und so ist es besser, das ist alles clean, deswegen habe ich am Freitag was als 60er neu gemacht. Und da habe ich das sehen wir dann auch in einem der nächsten Videos oder in ein paar Wochen, Monaten, wenn wir ein Update von allen zeigen. Weil da habe ich auch die Dummdeckelschnecken drin gehabt, jetzt habe ich das auch komplett neu gemacht, alles. Auf jeden Fall habe ich dann da, nachdem ich dann da alles sterilisiert und abgekocht habe. Hast du angefangen zum Einrichten? Wir haben ja schon die Wurzeln so ein bisschen reingelegt. Genau, mal so grob und so ein bisschen Vorstellung habe ich eh schon gehabt, wie ich das ungefähr haben möchte. Und ich habe dann halt mal angefangen, die großen Wurzeln nochmal zu positionieren, so ungefähr, wie ich das möchte. Und wo hast du drauf geachtet jetzt bei den Wurzeln? Also einmal haben wir hier jetzt Hüftwut, haben wir schon gesagt, halt hartes Holz, was halt lange hält. Genau. Vor allem, also wenn es immer so feucht ist, ist halt immer, dass es dann eher schnell mal weich wird und beim Driftwood ist es nicht so schnell. Ja, das ist so alles Driftwood, also alles recht hart. Teilweise, also da sieht man es vielleicht auch, da habe ich ein bisschen was abgeschnitten. Also das ist also ganz ein dunkles Holz und das wird schon etwas länger halten. Also das jetzt wahrscheinlich, also wird wahrscheinlich nicht ganz so lang halten, weil das ja relativ dünn ist und schon, man sieht so ein bisschen morsch, aber das wird ja nicht die ganze Zeit nass sein. Also es läuft ja jetzt schon über eine Woche jetzt so. Ja, ansonsten vom Aufbau hast du gesagt, du wolltest, dass es so ein bisschen aussieht wie eines, das Ganze. Ja, also so also ganz ist eine gelungen, aber so also ein bisschen, dass es halt immer so wie mit dem Teil, dass es halt da weiterzieht, dass das ein bisschen aussieht wie ein Teil so weg. Und vor allem, dass alles die gleiche Optik hat, also. Ja, also wenn man so von der Weite betrachtet, dass halt alles irgendwie so einfach halt rund aussieht, das Ganze, dass es halt. Ja. Man sieht ja jetzt auch noch teilweise die ganzen Schrauben, wo ich mit denen ich es befestigt habe. Also einfach große Edelstahlschrauben. Sind ganz normale Niro-Sparks. Immer vorher vorbohren, oder? Also genau, beim Holz musst du auf jeden Fall vorbohren, weil das ist so hart, dass die Schrauben einfach abreißen. Ja. Die Edelstahlschrauben sind immer so relativ spröde und reißen schnell ab. Ja, die reißen. Aber die sind halt wichtig, damit das nicht rostet, weil das wäre halt auch nicht gut. Und die wirst du dann alle irgendwie verdecken mit Pflanzenmoos oder so. Es wird dann, jetzt warte noch, bis das alles abgeschimmelt ist, man sieht es da eh noch ein bisschen. Ja. Es ist gerade so noch die Schimmelphase hier und hier. Das wird noch, ich denke, so circa eine Woche dauern. Und erst wenn das dann weg ist, werde ich dann anfangen, so wie ich es auch im Aquarium mache, Moos kleinschneiden, ein bisschen mit einem Soil mischen und dann einfach überall auftragen. Also die Dry-Start-Methode halt in der Aquaristik. Nur halt, dass ein Dry-Start bleibt. Ja, genau. Aber dass man schön flächig Moos hat, Und halt immer wichtig warten, bis der Schimmel weg ist. Wie beim Aquarium der Bakterien draußen. Genau. Im Terrarium ist halt der Schimmel, dass das Ganze abschimmelt. Ja, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Bei Driftwood ist meistens nicht so viel. Ja, also aber es ist ja nicht überall. Kann das kommen. Also es man sieht es eh da halt. Also bei denen zum Beispiel, bei denen war nur ein paar Tage da ganz wenig. Ist schon wieder weg. Da ist nur ganz leicht. Hier auf der einen Stück ist noch. Das ist relativ stark schimmelig noch. Da ist gar nichts. Bei der da drüben, bei der großen, da ist auch überhaupt nichts gekommen. Ja. Es ist immer unterschiedlich. Aber auf jeden Fall, ich warte halt immer die Phase dann ab, bis es abgeschimmelt ist und dann fange ich erst an mit der Mimosen bepflanzen. Weil früher habe ich das oft gehabt, dass ich halt die Terrarien eingerichtet habe, fix fertig, Pflanzen rein, dann ist die Hälfte der Pflanzen abgegammelt. Ja, das hat nochmal geschimmelt. Und nach einem Monat hat man dann nochmal bepflanzt und dann hat es funktioniert. Und deswegen, jetzt bin ich etwas schlauer und jetzt warte ich halt einfach ab. Ja, vor du hast jetzt auch angefangen mit den großen Wurzeln und die mal verschraubt und auch noch mit dem Schaum verklebt, mit dem
Genau, also das ist noch, sieht man eh noch, der Oase Fumfix. Der ist auch, gut, das wird es auch da nicht heben, aber der ist, man sieht es da die überall Bunker, noch ja. drunter. Oder hier noch. Dann kommen wir gleich zum anderen Teil. Du hast Unterwasser, zum Teil die Wurzeln und zum Teil wieder die Lava Pebbles. Die Lava Pebbles, genau, die habe ich auch wieder verwendet. Die sind auch alle abgekocht. Du hast diesmal mehr so an die Wand gemacht, damit mehr Wasser. Genau, damit ist. Der Wasserteil noch größer ist. Weil vorher war es ja so, das sieht man glaube ich, also nein, im Video sieht man es nicht so. Ja, es ist aber schwierig, da vor allem auch die Größe im Video zu erkennen ja. und den Platz, wie viel da wirklich ist. Ja. Aber jetzt ist auf jeden Fall noch mehr Platz als vorher. Vorher war es ja auch schon nicht klein, also es sind ja große Terrarien. Schaut ja. vielleicht so aus, weil das Terrarium so groß ist, aber der Wasserteil ist trotzdem noch relativ groß ja. da unten. Es hat eh heute... Also, ja, das Video ist jetzt schon online von Abbau. Genau, das Abbau. Und da hat schon mal kommentiert und ja, wie gesagt, also in echt ist um einiges größer als in den Videos ja. wirkt. Ja. Man darf ja nicht vergessen, es ist da 95 cm, nach hinten 62. Also ja, da hat man ja auch den ganzen Bereich hier und vorher war ja auch zwischen den Steinen überall Platz, dass die Fische auch dort eben. Waren. Und da ist auch so ca. 20 cm und das sind halt nicht ganz 20, aber also es sind Minimum 50, 55 Liter pro Abteil und ja. es gibt kleinere Aquarien, sage ich mal. Also ja, voll. Und die Hemiranfordern, das habe ich ja bei den Kommentaren schon beantwortet, die Hemiranfordern sind halt nicht. Die starken Schwimmer, die stehen den ganzen Tag nur auf einer Position, die bewegen sich nur, wenn Futter reinkommt. Ja. Und dann weiter, du hast genau. noch Bodengrund und einen Sand. Ja, das ist also, teilweise La Plata Sand, noch, den ich eh schon vorher drinnen hatte und JPL Sand. Ja, ist also einfach das nur eine dünne Schicht, damit es halt nur ganz dünne Schicht. Schaut und nach hinten wahrscheinlich ein bisschen zu den Steinen hin, aber. Genau, zu den Steinen ein bisschen höher. Also es ist teilweise ist ein bisschen Säulen noch darunter. Also ich habe da überall dazwischen dann noch ein bisschen Soil auch noch reingegeben, auch damit das Wasser ein bisschen stabiler ist. Ich werde dieses Mal unter Wasser eher weniger bepflanzen, weil vorher habe ich ja da teilweise ein bisschen Helianthemum und so drinnen gehabt und Kryptokorinen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, also ich werde nur mal dann teilweise halt ein paar Buzzephalandrien da positionieren, beziehungsweise hier, wo die Filter Inflow sind, die Einläufe. Ja, die sind echt gut versteckt, die sieht man so wie gar nicht mehr. Ja, da werden auch wieder nur Anubien draufkommen und so, dass das halt immer wieder zugänglich ist. Also die Steine, die habe ich ja nicht fixiert, das ist nur okay. so nur ja, raufgelegt. Dass man es nicht mehr sieht. Genau, dass aber dass man versteckt noch hinkommt ist. Zum Reinigen, ja. ist ja auch immer wichtig. Genau. Ja, man muss ja immer sagen, bei so einem Paludarium mit Unter- und Überwasserteil ist meistens so, dass der Unterwasserteil so ein bisschen untergeht und nicht so... Jetzt ist es wie jetzt ein Aquascape oder ein genau. komplett bepflanztes Aquarium. Ja. Weil halt einfach zum einen nicht so viel Licht hinkommt, ja. allein wegen der Höhe und wegen den Pflanzen was abschatten. Ja. Jetzt muss man ja sagen, es sind ja noch keine Pflanzen, aber später ja. wenn er dann. Also es wird dann. Wir kommen zu den Pflanzen, können wir nachher. Da ja eine größere Bromelie wieder sein ja. und die beschattet dann eh wieder einen Großteil des Wassers. Deswegen werde ich unter Wasser nicht viele Pflanzen reingeben. Ich werde halt ein paar. Wie gesagt, diese Buzzephalandrien oder Anubias, es wird so an die Wasserkante ja. kommen. Dann zum Bodengrund in Überwasserteil, also hier ja. zweimal Säulen. Genau. Also darunter auch wieder den Lavabruch. Darunter ist der Lavabruch, dieses Mal aber auch nicht so hoch aufgeschüttet, wie es vorher war. Also es ist, ja. Ich würde mal sagen, so gerade so eine Schicht so mit 3-4 cm von dem Lavabruch. Und darauf habe ich gleich direkt einfach das Säul gegeben. Also eben gibt da keine Drainagen mehr dazwischen, mhm. weil ja, es ist in dem Fall nicht notwendig. Und der Boden selbst wird ja jetzt auch nicht wirklich stark bepflanzt. Es wird so wie es vorher war, eher eine Laubschicht kommen und also nur an den Rändern halt ein bisschen pflanzen. Da sieht man zwar, da ist. Ja, da wächst irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Ja, da wird wahrscheinlich nichts lange das, überbleiben. Bei ja. so Laubschicht dann drüber, das halt. Ja. So wie in der Natur auch ist. Wie es in der Natur halt auch ist, weil ja. in der Natur ist auch nicht der Boden mit Moos bedeckt. Also nicht in den tropischen Wäldern halt, wo ich bis jetzt war, sondern da ist eine Laubschicht. Ja. Und so wird es halt da auch werden. Das Soil ist einfach nur dazu da, dass ich, wenn ich dann gewisse Ranken halt einsetze, dass die am Anfang halt die Nährstoffe haben, aber die Wurzeln dann sowieso später dann runter bis ins Wasser und die kriegen dann die Nährstoffe ja. eher durch die Wassersäule als wieder durch den Boden durch. Ja voll, dann haben wir mal das Hardscape und Bodengrund ja eigentlich durch. Also genau. was wir noch vorher nicht erwähnt haben zu den Wurzeln, du hast jetzt überall so Äste, was zu den UV-Lampen auch hingehen. Ja, also beim Einrichten von den Terrarien habe ich halt darauf geachtet, dass immer, also
da sind ja die UV-Lampen. Ja. Das ist auch ausgeschnitten, damit das UV-Licht durchkommt. Aber das UV-Licht geht nicht durch Glas oder nicht durch Plexe. Also es gibt eigene Gläser, wo sie ja halt UV-durchlässig sind. Das ist aber ohne irgendwas ist wahrscheinlich immer am besten, ja, wenn man es halt so weit oben hin platzieren kann, wo halt dann nichts hinkommt. Dann genau, also mit Geckos würde ich das nicht machen, weil die Geckos, also die meisten Geckos können ja an Scheiben und so ja herumlaufen, aber die Frösche kommen da jetzt direkt nicht drauf. Wenn sie sich sonnen wollen, haben sie aber da die Möglichkeit, eben da rauf zu klettern. Und deswegen habe ich auch die Wurzeln so positioniert. Ja, eben hier auch. Und auch hier, also da ist halt da in der Ecke dann die UV. Und genauso auch hier. Ja. Das Wasser ist jetzt zum Teil ziemlich braun. Du hast schon gemeint, das ist wahrscheinlich auch, weil es bei der Rückwand mehr runterfließt. Ja, also es ist jetzt schon bewässert. Du hast dir noch Löcher reingebohrt, das haben wir wahrscheinlich nicht gemacht. Und du hast die ganzen Kanten noch zugeklebt. Das haben wir, war ja beim letzten Mal auch noch nicht. Also genau. Hier zum Beispiel, wo man das gesehen hat. Also wenn man das gut erkennt, ich hab da, das ist eben die Verrohrung. Ja. Und ich hier und hier ist überall Silikon. Eigentlich da überall direkt, bei, wo das Silikon ist, reingebohrt, damit die Löcher nicht zu groß sind. Weil man sieht, links und rechts läuft das Wasser schon relativ stark runter. Ist deswegen, weil man hier die Rückwand ein bisschen verrutscht ist beim Verkleben. Also die hat sich ein bisschen gelöst. Dadurch habe ich da hinten mehr Abstand vom Rohr zur Rückwand. Also nicht so, wie es hier ist. Also ja, hier ist ja das Rohr ganz sichtbar. Deswegen konnte ich da nicht ins Silikon reinbohren, sondern habe direkt ins Loch reingebohrt. Und es ist halt ein 0,8 mm Loch und es ist ja genug, dass halt so viel runterläuft. Aber es ist trotzdem okay. Hier ist halt ein bisschen weniger. Vielleicht bohre ich da einfach die Löcher. Hier sieht man das auf der Kamera zumindest so gut wie gar nicht, dass was rauskommt, aber feucht ist wahrscheinlich. Ja, es ist halt, man sieht es ganz wenig. Ja. Es ist halt hier feucht ist auch, und hier. Ja. Auch so, dass du dann noch schaust auf Dauer, wie es sich entwickelt, wie es ausschaut. Ja. Und dann, wenn es zu wenig ist, kann man ja noch ein bisschen aufbohren. Genau. Andersrum ist es immer ein bisschen schwieriger, geht zwar wahrscheinlich auch mit Silikon oder so. Zumachen ist ein bisschen schwieriger, wobei es hier auch geht, weil mit dem Innotec-Kleber oder mit den Polyglue von Acker zum Beispiel, diese Unterwasserkleber, könnte man diese Löcher wieder zukleben. Ja. Und ja. Aber es ist jetzt halt eh noch die Einlaufphase, deswegen schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und auch wenn es hier jetzt ein bisschen mehr runterläuft, ist es jetzt nicht so das große Problem, weil ich möchte an der Rückwand eh auch die ganzen Java-Fahne hochwachsen lassen und da ist es eh gut, wenn das eher feuchter ist, da wachsen die ganzen Fahne einfach besser. Ja, weil sonst die ganzen Kanten hast du noch zugemacht mit ja, das habe ich noch ein bisschen mit zum Beispiel und mit so Dorfplatten, mit den Resten, die ich noch hatte. Ja. Ist einfach mit den Innotec-Kleber wahrscheinlich? Oder? Na, da habe ich eigentlich sogar nur mit Silikon. Okay, mit Silikon. Also mit normal, also Aquarium-Silikon halt. Ja, hier sieht man es ein bisschen besser. Genau. Hier, dass halt nach hinten nichts durchkommt. Yes. So, wenn man da. Also, das ist halt der Aufbau, das Rohr, die Rückwand, Shashim und dann habe ich das noch eben da mit Silikon überall zugemacht, damit da nicht irgendwie junge Frösche oder was da hineinklettern, was wahrscheinlich da eh nicht so der Fall sein wird. Ja, aber lieber ein bisschen zur Sicherheit. Genau. Und da das kann der man Anschluss auch noch irgendwie zukleben, da hast du schon gemeint gehabt. Ja, also da werde ich dann auch noch so einfach so Blende rüberkleben. Ja. Ja, aber jetzt zum Zeigen ist super. Ja, deswegen habe ich es jetzt dann offen lassen. Ja, so viel zum Hardscape, denke ich, ist durch. Also wenn wer Fragen hat, gerne auch in die Kommentare, können wir dann bei dem nächsten Video noch beantworten, wie jetzt was genau aufgebaut ist. Ja. Ist natürlich immer ein bisschen anpassungsfähig, also je nachdem, wie man es haben will. Jetzt, man kann sie auch ohne der Bewässerung machen, zum Beispiel bei mir beim Terrarium funktioniert sie auch nur mit der Beregnungsanlage. Wird genauso funktionieren, dass da Pflanzen wachsen, zwar vielleicht nicht so viel oder je nachdem welche Stelle, aber es ist ja auch nicht so, also es wollen ja nicht alle Pflanzen das so feucht haben. Ja. Bei mir ist es halt, weil er eben die Java-Fahne da gerne an der Rückwand hätte, ist es halt ideal, wenn das eher feucht ist. Hier hast du schon ein paar hingegeben vom 60, was du abgebaut hast. Das waren halt nur Reste und da ist halt teilweise nur Rhizom und das habe ich halt da gleich zum Versuchen mal hingegeben. Dass mir bei denen auch egal ist, wenn der ja jetzt wirklich absterben sollte, aber die Schimmelplatten, die schimmeln eh nicht, die waren ja schon alle mal in Terrarien drinnen. Aber normales mache ich das halt. Bei den Aquarien lasse ich mir da viel mehr Zeit. Ja. Da richte ich es ein und lasse Minimum eine Woche stehen. Und meistens bleibt es dann eh so, aber Sonst hast du ja schon ein paar Springschwänze und so eingesetzt? Genau, Springschwänze habe ich schon reingegeben.
Asseln gebe ich keine rein, weil die fressen halt das ganze Laub relativ schnell zusammen immer. Ja, du hast ja nicht so viel Bodengrundfläche, wo man sagt, dass jetzt dass die Asseln da viel beitragen, dass sie da irgendwie abgestorbene Sachen fressen, weil hast du ja nicht so ja, viel. Das, ja. Weil, ja, was abgestorbenes Pflanzenmaterial wird da nicht reinkommen. Ja. Es wird eh mehr zurückgeschnitten, also bevor das abstirbt. Und wenn von den Bromelien wirklich mal ein Blatt abstirbt, das dauert dann eh so lang und das nehme ich dann einfach irgendwann einmal raus. Und, ja. Ja. So, hier sind jetzt noch andere Sachen, was reinkommen. Genau. Also einmal also, die Filmdosen. Genau, die Filmdosen, also die habe ich da auch teilweise beschichtet. Einfach mit dem BU-Kleber und mit dem Granulat, was ich da verwendet habe. Die kommen dann halt überall in die Terrarien rein. Das mache ich aber dann nachher erst, wenn ich schon bepflanzt habe. Dass du die Stellen, wo dann. Genau, damit ich dann. Oder wo du da hinkommst zum Nachschauen. Weil ich jetzt da, ich sage mal, da hinten die Filmdosen montiere und dann davor irgendwie die Bromelien hinsetze, sehe ich dann wieder nicht in die Filmdosen rein und das ist mir jetzt schon wichtig, dass ich das alles gut im Überblick habe. Eben, dass ich sehe, ob die Gelege was werden, ob die verschimmeln. Ja, du hast die kleinere Frösche, die. Genau, also bei den. Für die reichen die Filmdosen und für die, die bisschen größeren, die Anshikaya, habe ich halt einfach so Prolokalrohr. Ja. Und ja. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, also zum einen diese Kabelbinder. Kabelbinder und das ist. Also Clip, das ist einfach vom. Da kann man dann die Filmdosen so reingeben, die kann man überall an den Nesten irgendwo montieren. Die habe ich beim Dendro-Shop bestellt auch. Ja, ist halt vom 3D-Drucker, vielleicht kann man die ja auch nachbauen. Ja, ja, ich schaue immer, dass ich halt Sachen mache, die ich halt selbst auch verwende. Ja. Damit ich halt auch weiß, wie ich die genau anpasse und halt dann verbessern oder so machen kann, wie ich es halt brauche. Ja. Ist halt immer schwierig, wenn es was ist, was ich aktuell selbst nicht benutze, dass ich das dann irgendwie auch zeichne und mache, ja, wie es halt passt. Aber vielleicht können wir da mal schauen, was man da noch machen könnte. Ja, das ist die, halt. Ich meine, das geht auch nur bei den glatten Dosen, bei den beschichteten funktioniert das dann eh nicht. Ja. Ich habe ja schon gesehen, ein Bekannter von mir, der hat sich auch so ähnliche Teile gedruckt und der hat das aber dann nicht so gemacht, also da abgerundet, sondern einfach quasi da so eine Spitze raus, damit du das einfach dann so in die Rückwand reinstecken könntest. Ja. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, also das haben wir die Leichtdosenhäuschen. Ja, sind ja einige ist ja relativ groß, dass der ja, da braucht man dann schon, also es ist schon wichtig, dass mehrere Stellen sind. Genau, weil die Frösche nicht immer alle Laichplätze oder Laichdosen annehmen. Das sehe ich dann halt auch im Laufe der Zeit, wenn die jetzt schon, ich sag, 10-mal in die eine Dose Eier gelegt haben, aber in die andere noch gar nicht, dann kann ich die Dose, wo sie nie reingelegt haben, woanders hingeben. Also das ist, ja, meistens dauert das so ein, zwei Monate, merke ich das dann, was halt angenommen wird und was nicht. Und dann endet es noch und dann passt es aber dann meistens. Ja. Und hier hast du noch Badam. Genau, diese Badam-Nussschalen, die werden dann auch überall reinkommen. In die Nussschalen kommt dann ein Lehmpulver, also das ist normaler Lehm. Okay. Der wird halt, das kommt dann auch da rein mit ein bisschen Wasser, also dass das so. Das ist so ein Schlammbad oder Lehmbad dann ist. Genau, weil die Frösche setzen die da meistens rein und die nehmen das dann über die Kloake, halt diese Mineralien und das auf. Mhm. Und auch über die Haut. Und das habe ich beim, wie heißt der auf Instagram, mit dem großen Grünhaus, der die Frösche in seinem großen Grünhaus hat, das ist ein Gewächshaus. Also es gibt ein paar, die das machen und ich habe das auch früher schon. Er hat das, weil er die Frösche nicht so direkt füttern kann, weil okay, das ja ein großes Gewächshaus ist. Ja. Und damit die auch Nährstoffe und Mineralien und so kriegen, hat er so überall so Häuschen gemacht, wo die auch im Leben baden können. Genau, weil in der Natur machen sie das scheinbar auch teilweise. Und also ich habe das schon bei mehreren Froschleuten auch gesehen, also auch bei den, wo ich mir Frösche gekauft habe, der hat halt richtig so, ja, so in der Größe so eine flache Schale und hat die komplett vollgefüllt mit so einem Lehm halt. Ja, aber halt und flüssig, also nicht das Pulver, sondern. Genau, also es muss schon halt abgemischt sein. Es soll halt nicht zu nass sein, weil sonst ist es halt im ganzen Terrarium verteilt, also so, dass halt die Frösche das nur aufnehmen können. Ich würde zeigen, also so von der Konsistenz ist es halt gerade so, dass halt ein bisschen, also das ja, nicht dass flüssig der ist, aber komplett voller Lehm ist und dann auch alles im Terrarium lehmig wird. Ja. Aber sie wissen immer genau, wo sie sich rumtreiben und wo genau, sie gehen. Genau, das habe ich auch bei einem anderen Bekannten schon gesehen, der hat das auch gehabt und da war dann immer das komplette Terrarium voll mit Lehm.
weil die Frösche halt dann überall herum spaziert sind. Kann man natürlich vermeiden, indem man das halt ein bisschen trockener macht. Ja, voll, also so die kommen dann auch später rein mit dem Pflanzen. Die werden dann auch überall noch reinkommen. Ja, da wird gleich mehrere gekauft, weil ich nicht weiß, wie lange die halten. Ja. Also die sind ja erholt, oder? Ja, vielleicht wäre es auch nicht schlecht, die jetzt schon reingeben, weil die auch vielleicht schimmeln könnten, oder? Ja. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung, weil ich weiß nicht, wie die so sind, was Schimmeln angeht, aber können schon sein. Ja, also ich habe die auch noch nie verwendet, aber ich habe das halt eben bei Liquid Nature gesehen und dann habe ich gedacht, das schaut halt natürlicher aus, als wie wenn ich nur eine Schale reinstelle mit Lehm. Vor allem so gerade Schale ist dann auch so ein bisschen so ein Thema, aber das, das Teil zum Beispiel, wenn ich das da reinlege, dann ist das schon eher... Ja, schaut schon besser aus, als jetzt irgendwie so eine Schüssel. Oder wirkt ein bisschen natürlicher. Und dann, wenn man sich, muss ich nur vorstellen, dann ist es noch überall erlaubt und dazwischen. Und dann passt das schon sehr gut. Dann passt das, glaube ich, auch. So, dann sind wir mit dem groben Aufbau bis jetzt mal durch, was du bis jetzt gemacht hast. Kommen wir noch kurz zur Bepflanzung, was du so grob geplant hast. Das wirst du jetzt auch über die nächsten Wochen oder halt in ein paar Wochen dann anfangen. Ja. Dann über ein paar Wochen machen und dann schauen wir, wie es sich so entwickelt und wann wir dann das Update machen, wann man halt schon mehr sehen kann. Ja. Aber was hast du so geplant? Oder was hast du vielleicht für Tipps, was du mal anders machst oder schon öfters Tipps? Mal? Ich mache das generell gerne so, dass ich die Bromelien halt eher weiter herunten hinsetze, damit ich das einfach besser überwachen kann. Weil es schon hin und wieder passiert ist, dass halt die Kaulquappen dann einfach absterben. Warum auch immer. Du hast ja Frösche, die die Eier in die Dosen legen und dann in die Bromelien. Richtig, also die legen die Eier in die Filmdosen. Wenn die Kaulquappen dann geschlüpft sind, holt die Mutter die ab, transportiert die in die Blattachseln von den Bromelien und versorgt die dann dort mit Eier. Also die legt dann immer Eier rein in die Blattachseln. Und um das halt einfach besser zu kontrollieren können, ob sie überhaupt füttert, ob sie zu viel füttert, weil es kommt auch vor, dass die manchmal halt, wenn sie zum Beispiel nur ein oder zwei Kaulquappen pflegen, dass sie dann da halt extrem viel Eier reingeben, die dann schnell gammeln und das Wasser dann kippt. Ja, da ist immer noch relativ wenig Wasser drinnen. Eben, das also das dann ist dann auf die ganze Bromelie ist das vielleicht Viertel Liter Wasser insgesamt Volumen und das kann halt dann schnell kippen, vor allem wenn da zu viel Futter drinnen ist. Und um das halt auch einfach besser im Auge zu behalten, gebe ich die Bromelien lieber eher herunten, obwohl es eigentlich von der Optik besser aussieht, wenn es weiter oben oder an der Rückwand ist. Aber wie gesagt, für mich ist dann eher das Praktische im Vordergrund als die Optik. Deswegen wird es immer so sein, dass halt eine größere Bromelie irgendwo in dem Bereich dann bepflanzt wird. Und halt auch eine größere Bromelie, dass sie halt groß genug ist. Genau, also so Mini-Bromelien gehen halt dann auch nicht. Also es müssen dann schon eher größere sein. Also beim Abbau wieder sieht man dann eh schon, wie groß die Bromelien waren. Also ich hab jetzt kann ich zum Herd zeigen. Das ist halt eine Splendens. Das ist dieselbe, die früher halt in den linken, im rechten Terrarium war. Und da hat es halt dann schon so lange Blätter gehabt. Ja. Und so und ist so halt das kleiner. Aber ist die jetzt zu klein oder? Naja, also eigentlich schon. Also für die Brutpflege ist es noch zu klein. Wobei es halt geht. Ich meine, die Blattachsen sind nicht allzu groß, aber da kommt glaube ich schon ein Kindle. Ja. Mal schauen. Mal schauen. Es ist aber halt so, dass das ja dann relativ schnell größer wird und ich schätze mal, dass irgendwo so in dem Bereich da montiert wird, also dass es dann irgendwo da halt hergeben wird. Und das sehe ich dann schon halbwegs rein. Also mit einer meistens die Leiter halt dann da und dann, so dass ich halt reinsehe. Ne? Ich könnte es ganz unten montieren. Also hinsetzen. Dann ist wieder das Problem, dass es zu wenig Licht hat und so lang wird und nicht dann werden die Blätter immer länger und vor allem stehen dann die Blätter da immer auf der Scheibe an. Dann hast du dann immer Kondenswasser an der Scheibe und das möchte ich halt auch nicht. Deswegen, ich schaue, dass es halt dann eher mittig vom Terrarium, also das eben dann so irgendwo in der Richtung da hingebe. Und also es wird dann jeweils nur eine große Bromelie reinkommen, also eben so Frisia Splendens. Vielleicht dann bei den äußeren auch noch eine kleinere Bromelie, also wo die Silvatica reinkommen. Bei den Anchika ja nicht, weil die haben wir schon einmal in die Mini-Bromelien dann die Kaulquappen reingeben und das funktioniert nicht. Also die sterben dann binnen kurzer Zeit ab. Und damit sie nicht in die Versuchung kommen, kommt da nur eine große Bromelie rein. Ansonsten kommen dann eben, wie schon zuvor erwähnt, Farne, also hauptsächlich wenn es dann Mikrosorum
Ja, so Aquarienfahne. Die normalen Java-Fahne halt wären. Die werden dann relativ viele an der Rückwand kommen. Dann kommen ja durch die Sporen, früher oder später auch noch andere Fahne. Genau, die was auch vorher im Terrarium eigentlich waren. Ja. Also ich habe einen Kommentar beim Video schon hinterlassen mit dem Namen der Fahne, weil ich immer wieder gefragt werde und ich die Fahne, also die Namen nicht gewusst habe. Jetzt habe ich gegoogelt und habe es zufällig auch wirklich gefunden. Und ja, es sind ja eh zum Teil einheimische Fahne. Mhm. Die Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja, also man sieht es in der Beschreibung. Fragen in den Kommentaren, dann antwortest du wieder oder halt im letzten Video. Oder im letzten Video beim Kommentar steht sie dabei. Du bist auch aktiv bei den Kommentaren, dass du Fragen beantwortest, ja, und also Sachen eingehst. Schau, dass ich das immer beantworte. Fahne, natürlich der Moos, hast du schon gesagt, so die wird halt Mixertechnik, dass du halt alles aufpinseln kannst und halt klein schneiden. Ja, wird überall hinkommen. Auch Aquarienmoose. Also genau, also es ist eigentlich nur Aquarienmoose. Ja. Also das Visidens Mini Taiwan, das habe ich mehr als genug da im großen Aquarium drinnen. Das wird eher dann unten hinkommen. Dann ist Ricardia Griffet, werde ich am Holz überall verteilen, weil das auch schon beim vorigen recht gut funktioniert hat. Stellenweise werde ich dann auch noch das Kamerun-Moos reingeben. Das macht halt ein bisschen größere Polster. Also das wird dann eher dann an so Stellen, wo ich ein bisschen mehr verdecken will, möchte mit dem Moos, werde ich das Kamerun-Moos verwenden. Sonst noch Orchideen wahrscheinlich? Orchideen werden wieder kommen, deswegen auch die Shashin-Platten, weil die teilweise halt mehr abtrocknen, ein bisschen luftiger sind. Manche Orchideen wollen es halt generell eher trockener, für das habe ich dann so Bereiche wie hier, was dann trocken bleiben, auch hier die Wurzeln. Natürlich verschiedene Ranken, also Philodendron, Raphidophora, Monstera-Arten. Die hält schon mal gut. Sonst die Terrarienpflanzen, dann je nachdem, was sich wahrscheinlich so ergibt, wenn du irgendwo mal was findest, dann Werden wahrscheinlich noch was rein. Wieder ein bisschen halt immer mit Quarantäne. Genau. Also zuerst in einer Box. Glaub, wie machst du das denn immer, wenn du Pflanzen neu kaufst? Wenn ich neue Pflanzen kaufe, entweder lass es dann, so wie hier, die sind halt so gekommen, da sauge ich einfach die Luft mit dem Staubsauger ab, befülle das Ganze wieder mit CO2, und lasse das halt dann so 24 Stunden drinnen. Dann öffne ich das, lasse nochmal ein bisschen ausatmen, wiederhole das Ganze nochmal. Somit habe ich jetzt dann schon mal die ganzen lebenden Tiere abgetötet. Dann bleibt das eben da drinnen. Also das habe ich schon vor 2 Monaten Minimum schon bestellt. Dann bleibt das auch noch da drinnen, um zu sehen, ob da noch irgendwas kommt. Oder, aber meistens passt das dann schon. Ja. Gefährlich ist es halt nur, wenn dann irgendwelche Eier von Schnecken drinnen sind, weil das dauert dann noch ein bisschen länger, aber nach 2 Monaten sollten die auch schon geschlüpft sein. Ja, also so mache ich das. Oder dann eben auch in den Kisten, so wie hier, sind dann auch die Pflanzen drinnen. Und das bleibt halt auch über Monate da drinnen, wird halt immer wieder besprüht. Und wie man sieht, habe ich dann immer Gurken, Paprika, Zucchini, Karotten, was irgendeiner Gemüse, auf das die Schnecken gehen, und dann seht ihr es halt auch. Und ja, wenn da keine Schnecken auf dem Gemüse sind, dann... Dann sollte das auch passen. Und keine Schnecken mehr da. Ich habe ja teilweise schon die Orchideen auch schon Monate vorher rausgegeben und die sind auch schon da hier drinnen. Es war bis jetzt auch noch zum Glück keine Schnecken drin und deswegen denke ich, dass da nichts mehr sein wird. Ja. Und jetzt ist ja noch ein paar Wochen bis dahin, also dann sind es noch 3 Monate oder so, dann müsste alles geschlüpft sein. Ja, also ich habe überall so Boxen stehen, wo halt immer die ganzen Pflanzen in Quarantäne sind. Wichtig ist halt, dass man die mal im Auge behält und nicht irgendwie untergehen, weil entweder trocknen die dann aus oder sind zu nass und fangen an zu gammeln. Ja, als man hier passiert, wie es jetzt so warm war, dass man, also das sieht man jetzt ja nicht, aber dieses ganze Gebilde da ist ein riesiger Klamm von einer Bussevalandra gewesen. Und er ist einmal trocken und jetzt ist schon die Hälfte tot davon. Ja, das ist immer schwierig, da muss man aufpassen. Aber ja, deswegen habe ich jetzt alles so herumstehen, weil ich jeden Tag da drinnen bin und dann sehe das und kontrolliere das und schaue jeden Tag rein, passt alles. Oder so wie hier, da habe ich auch ein Stück an Salat oder so drinnen. Ja, und am besten viele Boxen, weil wenn man jetzt irgendwie alles immer zusammengibt, dann hat man irgendwann einmal Schnecken und dann ist alles, was in Quarantäne ist, auch voller Schnecken. Deswegen teile ich das eben in verschiedenen Boxen auf, damit, wenn irgendwo was drinnen ist, also wäre jetzt also da was drinnen, damit das auch noch hier drin ist und nicht überall.
Beim nächsten auch noch. Ja, wie ich schon erwähnt habe, also bei den Aquarienpflanzen, die halt da drinnen waren, die kommen dann einfach so in die Kisten unter Wasser. Hm. Ist jetzt ja schon über eine Woche da drinnen, also muss ich auch schon jetzt einmal wechseln. Man sieht es, man riecht es auch schon. Ein bisschen, die Krypten sind halt immer so, dass die halt schwer sind, dass die halten. Also die Kryptokarinen sterben immer ab, die wollen sowas überhaupt nicht. Aber bei den Kryptokarinen ist es so, solange der Wurzelstock das noch in Ordnung ist, kommt das wieder nach, weil die Blätter sterben fast immer ab. Aber ja, ich lasse es einfach. Schauen, Wasserwechsel und vergammelte Sachen rausholen. Genau. Und so unter Wasser kann das war auch schon bei, ich weiß nicht, bei irgendeiner Kiste habe ich dann auch schon die ersten Tage immer wieder Schnecken gesehen. Also die kommen dann aus dem Wasser raus und ja. Ja, aber das muss man halt dann auch im Auge halten, dass man die halt raussammelt, weil sonst bringt das gar nicht so nichts, wenn man dann in der Box die Schnecken weiter züchtet. Ja, das ist natürlich kontraproduktiv. Also deswegen auch schon alleine wegen der Luftzufuhr öffne ich das jeden Tag und kontrolliere das. Und ja. Also das sind eben nur die ganzen Aquarienpflanzen. Ein, zwei Boxen. Das sind noch die Terrarienpflanzen, wo keine Schnecken drinnen waren. Okay. Da wir halt auch zur Sicherheit nur noch einmal gucken, Zucchini reingeben. Und also es ist ja nichts drinnen, weil da wäre schon was drauf gewesen. Ja. Aber man sieht, das stirbt auch schon alles ab. Also ist immer schwierig mit so Pflanzen, weil die so in Boxen sind. Ja. Manche gehen besser, manche schlechter. Dianthurium, ja gut. Soll man schauen, vor allem bei Pflanzen, die man halt dann mehr als genug hat. Ja, dann ist halt bei dem Farn ist auch so, dass der oft dann schnell die Blätter abwirft, aber das Rhizom ist noch in Ordnung und das wächst dann wieder nach. Und bei dem genauso, bei dem Nepholepsis Art ist das. Von Anthurium habe ich sowieso schon wieder ziemlich viele Jungpflanzen, aber ja, da drinnen schon vorgezogen. Das ist halt auch ein Anthurium Cazilis und die verteile ich dann halt auch einfach im Aquarium, im Terrarium überall. Ranken, da habe ich auch schon mehr als genug. Banaten, ja. Es sind auf jeden Fall schon einige da. Ich habe es auch immer wieder hergeschenkt, also für den ganzen Freundeskreis, Zimmerpflanzen, die aus Zimmerpflanzen verwenden. Mhm. Aber trotzdem, irgendwann hat ja jeder schon alle Sorten durch und ja. Dann werden es immer mehr, dann muss man irgendwann mal ein bisschen aussortieren. Aber ja, werden wir dann sehen in ein paar Wochen, wie es dann aussieht, wenn es bepflanzt ist. Können wir da auf jeden Fall schauen. Das ist auch schon ein bisschen Physidens. Das ist schon Physidens und ich denke mal, das wird dann schon reichen. Ja, wenn man es mit Säulen mischt und dann aufstreicht, braucht man nicht so viel. Ja. Also das ist ja schon eine große Menge. Ja, ja. Das kaufen würdest, wäre es teuer. Also das war es jetzt mit der Einrichtung vom Terrarium. Ich war nicht immer dabei und habe ja nur so ein bisschen mitgeholfen und gefilmt. Also meistens hat der Gerhard gemacht. Ja. Vor allem das Aufräumen nachher. Das war die meiste Arbeit überhaupt. Ja. Also ich habe fast eine Woche gebraucht, bis wieder alles so ausgesehen hat wie vorher. Ja. Und dann in ein paar Wochen geht es ans Bepflanzen, dann schaut es wieder aus. Aber es ist es wert, weil das Ergebnis ist richtig gut geworden. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und wenn ihr Fragen habt, auch in die Kommentare. Das werden wir dann oder der Gerhard beantworten. Genau. Und hier geht es jetzt zum Video, wo ich beim Gerhard war vor 1,5 Jahren, wo ihr seht, wie das Ganze mal ausgesehen hat.